So, liebe Freunde, wir sind hier gerade am Steinbruch. Gönnt euch diese krasse Location. Da hinten seht ihr. Da steht neben schon. Ich bin hier. Einfach der Vidan aus Budapest. Der Hollywood-Regisseur ist heute wieder am Start. Wir haben es wieder hinbekommen, dass er wieder am Start ist heute. Das ist so geil. Wir haben auch hier den Bocker. Es geht da. Heute Morgen hat er erstmal noch gekotzt, Alter. Ja, die Dinnerbox gestern war irgendwie nicht gut. Aber jetzt bin ich fit. You can feel this is boss shit. We gonna fuck up the optics, drop it. Nobody around is gonna stop this. Flyer than the plane, yeah, this is my rocket. Full power mode, cause I'm sitting in the cockpit. Got the clocks in my pocket. Heute kommt unser Ehrengast. Macht ein bisschen Lärm für Sebastian Meisinger. A.K.A. Money Boy! Alter, der kam krass, Alter. Der kam geteilt, aber der war nicht gegen Moneyboy, sondern der war einfach, um diese Location zu begrüßen, liebe Freunde. Wir müssen hier wirklich, ne, wenn wir irgendeine Sache holen, müssen wir den ganzen weiten Weg gehen. Da hinten die drei. Vielleicht sagt der eine, oh, ich habe gerade meinen Schuh noch irgendwo drüben vergessen und den ganzen Weg zurück. Und ich habe heute ein Double. Achso, habe ich ja gerade eben schon die Haare geschnitten. Folgendes Problem: Simon dubelt mich ja heute, aber seine Haare sind viel zu lang. Wir haben irgendwie verkackt. Was schätzen wir, was das hier ist? 5, 6 mm? Ja, 6, 7. Ich würde gleich sagen, weiter unten machen wir gleich noch eine Stufe kleiner. So, bei mir ist aber noch kürzer hinten, ne? Ja, ja, ja. Vor allem diese Tüte bringt auch gar nichts, die wir im Umgang haben, weil alles in die Tüte fällt. Oben wird's aber schwer jetzt, ne? Oben muss man mit der Schere. Aber keine Angst, so Haare schneiden hat du schon ein paar Mal gemacht, also mit einer Schere. Damals bei seinem Hamster Borski. Der ist leider tot. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Was hast du da gemacht? Das ist ein bisschen kahl geworden. Ja, aber das ist da genauso jetzt wie bei dir. Je nachdem, wie die Sonne drauf scheint, sieht man auch ein bisschen von der Kopfhaut. Aber so viel? Ja, oder? Ja, vielleicht einen Millimeter mehr. Jetzt sieht's schon besser aus, ja, oder? Ja, sieht schon gut aus, ja. Ja, ey, ich bin gespannt, wie es aussehen wird, Alter. Das ist teilweise Anfang der Geschichte, ne? Die geht direkt hier, pam, Action-Szenen, schießen, 15 Aliens, ballern, ballern. Auf einmal stoppt, wird umzingelt, auf einmal zieht er einen Helm aus, Moneyboy. Haut seine Lines raus, pam, 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 pam. Was ist das für ein krankes Video, Alter? Heftig, ey. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt für Moneyboy. Ja. Wir haben heute auch Orangensaft. Frag nicht, was für Saft? Orangensaft. Wir haben auch so Orangensaft-Etikett gemacht. Und da zeigen wir euch jetzt im Video hier. Die Marke heißt einfach. Da steht Orangensaft. Ja, den müsst ihr verschütten auf jeden Fall. Ja, der wird auch verschütten. Ja, ey, krass, bin gespannt. Bumm, dann sagt ihr ja, von hinten. Von hinten. Dann will ich aber da reinkatten, glaube ich, direkt. Genau. Na, wie geht's dir? Hallo, kannst du auch sprechen? Gar nicht mehr. Doch, doch, aber man hört euch nicht, oder? Was? Ich weiß es nicht. Wie ich schon gesagt habe, wir haben einen strikten Zeitplan. Wir fangen jetzt gleich an. Um 10 Uhr geht's los. Das ist in 5 Minuten, also jetzt gleich direkt, wenn ich fertig bin. Bis 14 Uhr haben wir eine Szene mit Curly, mit Simon Dutt und mit allen Aliens, die fertig sind. Wir gehen da hoch und alle, die fertig sind, kommen direkt mit. Und wir werden euch immer, wenn ihr irgendwie kurz Pause habt oder so, wenn ihr euch hier unten aufhaltet, werden wir euch immer hochrufen. Wenn wir essen, dann gucken natürlich, dass das Kostüm sauber bleibt. Ne? Das ist wichtig. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr alle da seid und wir haben Bock, den Tag mit euch durchzuziehen und das wird ein Kracher. Danke, dass ihr hier seid. Go! Go! Nice, danke, Cut! Der war schön. Der haben wir. Wir müssen gleich so laufen. Go! Den haben wir. Ja, haben wir. Sehr schön. Danke euch. Was sind die Schwierigkeiten gerade in dieser Szene für euch? Zu sehen. Definitiv zu sehen. Wie ist es mit Atmen? Das geht noch. Ja? Aber zu sehen ist echt die größte Schwierigkeit, die wir haben. Okay. Gerade beim Laufen, dann siehst du nichts. Aber habt ihr gut gemacht bis jetzt. Habt ihr gut gemacht. Dieses tierische Gen. Wollt ihr das einmal vormachen für die Kamera? Ja. Achtung, also wir haben hier die Pistole. Sind wir ready? Ja, das sind unsere Alien-Statisten. Boah, mir ist mega kalt, weil ich hier nicht so viel gehen kann oder ich gerade schonen möchte, bevor mein Lauf sehen. Kühlt man halt voll extrem ab. Ui. Go! Oh!
Nein, das ist einfach mal hoch. Ich glaube, geh weg damit. Das ist schon mal nicht so. Nicht so gut. Nee. Sobald du Stoßen hast, machst du Aussetschritt. Mhm. Okay? Na, also wirklich am Knie. Da ist ein Knieschoner. Knie deutlich nicht weg. Ne? Mhm. Kannst du einmal probieren. Ja, genau so. Falls wir noch was brauchen, um dich dran zu machen, können wir auch was organisieren. Zack, zack. Pam! Im Knie. Bam. Genau. Ja. Und dann auch, da hast du gesehen, ne? Du kannst ruhig auf Knie fallen, weil da du eine Knieschoner hast. Und 3, 2, 1, Action! Sturz. Perfekt. Und tut auch gar nicht weh, ne? Nö. Perfekt. Dauer läuft. Reset. Und 3, 2, 1, Action! Halt! Mega! Kriegst du das nochmal hin, dass der Helm da abfällt? Das weiß ich, du machst das, aber du hast es auf jeden Fall richtig gemacht. War nicht sehr geil aus. Ja, ist geil. Alles bestens. Alles, was von ihm geblieben ist, seine Memory-Disk, 20 Jottabyte Selbstzweifel. Jottabyte gibt's auch wirklich, ne? Also Jottabytes gibt's wirklich, das ist Gigabyte, Terabyte, da geht's irgendwie immer weiter, dann kommt irgendwann Jottabyte. Es gibt noch eins da drüber, wir haben Jottabytes genommen wegen diesem einen Influencer Jotta, der ja irgendwie hardcore gecancelt wurde, deswegen auch Selbstzweifel mit Jotta und so. Aber checkt eh niemand das geht hier. Richtig deep rein. Das tut meinem Fuß gar nicht gut, Brad. Ganz ehrlich, ich bin jetzt schon so sehr am Arsch, weil meine Lunge so gefickt worden ist. Ich weiß gar nicht, wie du das schon den ganzen Tag machst, Alter. Ja, wenn man halt die ganze Zeit raucht, geht es einfacher. Ja. Ja, geil. Liebe Freunde, wir haben einen Special Gast aus Wien herfliegen lassen. Es ist... Yo, what up, Moneyboy? Hier am Set mit Julian Bam. What's up? Schaut an alle Leute. Turn up. Nice. Okay, dann... Einfach hoch. Oh, damn. Hello, nice. 50% Turn up. Original aus dem Ritz. Nice. Jetzt hat der Boy auch endlich einen Juice. Ey, der wäre krass. Ja. Go. Sheesh. Er hat den Saft verschüttet. Was für Saft, mein König? Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Ja. Das ist cool, ne? Wegen euch sind meine Homies exploded. Damn, my girl Louis V. Go! Sheesh! 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 Turn up! Nieder, ihr Goofies! Fassen Sie mich nicht an, das ist nämlich cringe. Kein Slime. Ich bin von dir am Reden. Der Boy schert seine Chicks nur mit seinen Homies und du bist eher das Gegenteil. No homie. Geil. Originale Exemplare von der veganen Muttermilch. Der Boy tickt keine Space Needles. Komm schnell voran und dann haben wir entschieden noch, dass der Curly und ich heute noch einmal Gulaschkroketten snacken gehen. Dafür ziehe ich auch meine Maske aus, aber vorher nicht. Curly hatte die ganze Zeit diese Maske an, obwohl gar nicht filmen gerade. Wie angenehm. Nice, Mann. Abgedreht, Freunde. Ich glaube, alle Füße sind am Marsch gegangen heute. Ja. Schwein vom Herrn. Morgen! So, Freunde, wir mussten jetzt gerade einfach ganz spontan mal die Kamera anmachen. Eben waren wir gerade noch beim Dreh und jetzt sind wir hier, weil wir haben heftige Neuigkeiten für euch. Und zwar hat Moneyboy soeben seinen Part geschickt! Der Boy ist am Start auf jeden Fall! Das ging so schnell auf einmal, der fliegt nach Hause und dann nimmt er auf und das Ding ist fertig. Und wir hören es jetzt auch zum ersten Mal. Ich bin krass gespannt. Alter, was hat er gemacht? Ey, ich hätte niemals gedacht, dass sowas jemals zustande kommen würde, Alter. Das ist heftig! Wir haben einfach den Boy am Start! Das ist krass, Alter. Viel zu krass. Fangen wir an, ja. Ich bin da, ich bin toxischer als die Folge von diesem Ich weiß nicht, Digga!
nicht. Weiß nicht. Wie geil er das eingebaut hat am Ende. Krass, Alter, heftig. Oha, also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein doper Part ist. Was machen wir, Alter? Wie machen wir das jetzt mit der Vorversion? Das wird auf jeden Fall viel zu wild jetzt. Er schreibt, für Video von meinem Part würde ich auch jederzeit zur Verfügung stehen und auch wieder nach NRW kommen, wie er es am besten machen wollte. Das heißt, er will... Alter, echt? Hey, was? Das wusste ich nicht. Der feiert den Song selber, sehr krass wahrscheinlich. Jetzt muss er ausmachen. Er schreibt, best, ich feiere den Song Heartbeat und deine Parts. Oh, auch Respekt bekommen. Ui, von Manni. Boah, es war so crazy, den überhaupt herzuholen, dass das funktioniert und alles so geil wird. Und jetzt sagt er, ey, ich komm noch mal rüber, damit wir die Vollversion drehen. Allein sein Part im Video viel zu hart und jetzt der Song noch, der ganze Fall über will. Alter, wir müssen uns da was Geiles ausdenken. Also die Sache ist natürlich, wir sind gerade mitten in der Hauptvideoproduktion, die Zeit gerade ist nicht vorhanden. Aber, ey, das müssen wir irgendwie noch hinbekommen jetzt. Das heißt, wenn das Video online kommt, also wenn das Hauptvideo online kommt, ist ja schon online, sitzen wir schon an Akt 2 und an Akt 3 dran und machen noch parallel eine Vollversion mit Manni Boy, Alter. Ey, Junge, wie geil ist das, Alter? Ey. Nochmal, Alter. Goals einfach. Wow, okay, müssen wir ein krasses Video überlegen. Irgendwas Geiles. Was soll ich noch sagen? Alter, ich bin noch aufgeregt. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Machst du Pizza? Adolf. So, das heißt, wir machen wahrscheinlich einen kleinen Zeitsprung und sehen uns jetzt beim Vollversion-Musikvideodreh. So, liebe Freunde, willkommen zu dem heutigen Dreh. Es ist soweit. Sebastian Meisinger ist hier gerade gelandet. Geht schon ins Kostüm rein. Erste Location für den Dreh heute ist auf dem Xobal-Planet. Haben wir tatsächlich glücklicherweise eine Shisha-Bar gefunden. Der Boy gönnt sich da schon eine Shish. Wir nehmen euch jetzt mit zu einem ganz krassen Skeleton-Dreh. Okay, ja. Das ist auf jeden Fall zu früh für mich. Okay, dann sollen wir mal setten oder was? Ich glaube, kann ein bisschen hier hin. Das sieht doch jetzt geil aus. Guck mal, Licht ist doch geil aus. Auch wie hier wieder, ne, sind die meisten Shots alle eigentlich durchgeplant. Aber wir nehmen natürlich bei Musikvideos dann immer noch mal den ganzen Song komplett durch, damit wir halt immer, ne, wenn irgendwas nicht geklappt hat, da reinstippeln können. Komm mal, läuft! Naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß, Molly Boy. Jemand war zu weit vorne. Ja, wenn ich weiter runter gehe, ist er vor mir. Also man guckt eh voll auf in die Mitte, so, deswegen ist es eigentlich ein bisschen egal. Ja, wir nehmen das. Komm mal, läuft! Ja. Und! Nächste Line. Kamera, Set. Burr! 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 Wir haben einen. Ja, ja. Hey, hey, hey. Eigentlich sind wir jetzt hier schon durch, weil das könnte man machen, Alex, so bei Nee, wir sind nicht durch. Ich glaube, ich muss heute noch ein Rohr verlegen. Unsichtbarer Rauch. So, liebe Freunde, zweite Location hier gerade, die Überlocation einfach. Bam, Junge, guck dir, mach mal hier einen Schwenk. Wiener und Ausstatter, vielen lieben Dank, dass wir hier drehen dürfen. Einfach mega gastfreundlich. Wir kriegen jetzt gleich auch Getränke und vielleicht ein paar Anzüge for free. Nee, das nicht. Der Mick wird gleich auch nochmal einen Anzug anziehen. Wahrscheinlich wird er dann richtig Ärger bekommen, weil hier nur teure Anzüge sind. Und der hat, glaube ich, einen 5-Euro-Anzug. Wie viel ist mein Anzug jetzt? 5 Euro? Ja, doch. Warte, sind 6,40 tatsächlich. 6,40, ja, okay, das geht noch. Also in den Läden, in denen ich einkaufen gehe, kriegt man kein Bier. Einfach ist das, trinken wir Alkohol, ist das. Wiener und besser. Westerladen, krasse, was ist das? Steffen guckt. Ja, nee, alles gut, jetzt darfst du. Ich wollte in der Nähe sein, dann darfst du es machen. So, wir haben Anzüge bekommen hier. Ja, ich hab euch jetzt mal selber. Oh, dasselbe. Boah, der geht's mir grad zu. Wie ist das? Ah, gut. Das sieht doch krass aus. Boah, ich krieg einen anderen Drip jetzt, Freunde. Das ist egal, ja. Ja, sollen wir das nehmen? Ja. Was das kostet? Das kostet fast gar nichts. Kostet nur 1000 Euro. Ah,
Alter, Emma, ihr seid das doch Moneyball, oder nicht? Hallo? Ja, ja. Und schon merkst du, du hast bessere Stabilisierung jetzt. Ja, entspannt doch. Oh nein. 800 Euro das Glas. Oh, das war. Die Gottsong. Hey, das ist ein Arsch, Freunde. Wow. That is America's ass. Bist du eigentlich so? Also, okay. Hm? Simpel. Also, bondisch hier. Schon wieder erst. Me encontré a una niña tan bonita. Mhm, das ja, ist geil, ja. Das schon sieht schon nice aus. Also, es war gut, das ja, mag ich. Welche Line kommt jetzt? Die gleiche nochmal. Okay. Aber wieder mit dem oder was? Ja, andere Perspektive. Was ist auch so deine Körperform? Nicht nur meine. Das ist meine Körperform. Und dann musst du nach der Line, musst du nach rechts schwenken. Ja, wie weit weg kannst du gehen? Das sind 24 gerade. Kannst du mal von hier kommen, wo ich gerade stehe? Die sehen nichts. Ne? Zu sehen ist echt die größte Schwierigkeit. Das war mega. Ich glaube, ich mach da so einen Regentanz drin. Ja, ist so funny, er ist geil. geil, ja, ist funny. Was macht ja. Hammer, hammer. So, liebe Freunde, das ist der Mick, der macht die Anmoderation. Was geht, Leute? Wir sind im Asiamarkt, da wird jetzt geshootet. Das machen wir nie wieder. Hier soll ich rein. Hier. Das soll hier rein. Ja, easy. So machen wir das. Okay, alle bereit? Todo el mundo está gritando. John? Du bist so faul. Sollen wir da so Arme reinstecken? Du bist happy, du bist so frisch. Ja, Mann. Gib mir Daddy einkaufen. Du bist echt. Man muss jede Minute nutzen. Komm mal los. Ja, ja, der war Hammer. Bleib ich hier drin? Nee, du kommst raus jetzt. Ich schaff's. Wir sind alle eigentlich viel zu alt für den Shit. Was machen wir hier? Rücken gebrochen, Alter. Alter, Location ist so sick einfach. Guck mal, du gehst hier durch, du siehst halt einfach so, diese ganze Kindheit ist hier einfach verteilt, Alter. Ich hab hier ein paar Perlen gefunden. Okay, die kennt ja alles nicht, aber ich kenne alles hier. Das ist alles so nett hier, ne? Mega. Wir haben hier gerade schon so eine geile Pause eingelegt mit allem. Wir haben Getränke bekommen, Bierchen bekommen und alles, ne? Ja, cool, ich finde es echt schön. Jetzt gehe ich nur noch hier einkaufen. Im Interfood. Und ihr auch. Thomas, kannst du den Kofferraum aufmachen? Yes. Und dann machen wir den letzten Shot einfach hier ohne Spielplatz. Ja, ja. Ey, das war's dann. Haben wir. Abgedreht, oder was? Ja, abgedreht. Woo! Did it! Heftig! Did it, Alter. Und das seht ihr bald auf YouTube, Freunde. Beim Hauptvideodreh wussten wir noch nicht mal, dass es eine zweite Strophe von Moneyboy gibt. Und jetzt haben wir das Musikvideo gedreht. Alter. Hey. Angelo, bester Mann. Ich weiß nicht. Egal. Das ist die Endcard, liebe Freunde. Wir haben versucht, 20 Sekunden nichts zu sagen, aber der hat es nicht hinbekommen.